Wir wissen gar nicht mehr, wie das geht. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem Geburtsbericht. Ja, genau, von unserem zweiten Sohn. Es ist ein bisschen anders abgelaufen als die erste Geburt, allein schon dadurch, dass es keine Spontangeburt war, sondern ein Kaiserschnitt. Und wir werden euch so die Unterschiede zeigen und auch ein bisschen was vorführen. Das haben wir ja letztes Mal auch, das fandet ihr ganz lustig. Wird nicht ganz so lustig diesmal, aber wir zeigen euch, wie die Positionen waren und wie das halt abgelaufen ist. Und das Ganze ist jetzt genau 3 Wochen her. Ich hoffe, wir bekommen noch alles zusammen, aber ich denke schon. Und es war wirklich die beste Entscheidung, einen Kaiserschnitt zu machen. Also man könnte fast schon sagen, dass es auch vielleicht unserem Sohn das Leben gerettet hat. Von daher verurteilt keine Frauen, die einen Kaiserschnitt haben. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an zu erzählen. Wo fangen wir denn an? Also wir hatten in einem Video euch erzählt, dass wir, also wir hatten einen geplanten Kaiserschnitt für den 6. Mai. Mhm. Allerdings war der Kaiserschnitt die Geburt unseres Sohnes am 2. Ja, Mai. Ja, weil Mandy am 2. angerufen hat, Schatz, könntest du jetzt auch kommen? Kann sein, dass er einfach heute kommt, so 4 Tage früher. Ich so, what the fuck, direkt los und... So war es auch so. Dann kam ich im Krankenhaus an und das habt ihr auch im Geburtsvideo schon gesehen, wo ja, ich dann ankam und Mandy schon im Kreißsaal war. Genau. Allerdings, was war der Grund, warum die Geburt jetzt doch früher losging? Also beziehungsweise warum der Kleine jetzt doch früher geholt wurde? Der Grund war, weil ich Wehen bekommen habe. Am Tag davor hatte ich schon ein paar Wehen gehabt. Ich meine, das hat man auch im letzten Video gesehen, wo ich da gelaufen bin. Da hatte ich schon ein paar mehr Wehen und am nächsten Tag waren die auch ein bisschen doller. Die Ärztin hat mich dann auch noch mal untersucht. Also die hat jetzt nicht mit einem Ultraschall geguckt, sondern einfach geguckt, ob mein Muttermund auf ist. Und da hat sie halt eben ertastet, dass der Gebärmutterhals so verkürzt ist oder verstrichen ist. Ich weiß es nicht genau. Und demnach haben sie dann entschieden, okay, ich habe Wehen. Muttermund ist kurz oder verstrichen. Das Risiko, dass die Fruchtblase platzt, war einfach viel zu hoch. Und weil die Füße und die Nabelschnur unten waren. Ja, also die Nabelschnur war unter den Füßen quasi, wäre das Risiko, dass wenn die Fruchtblase platzt, die Nabelschnur zuerst rauskommt. Das nennt man Nabelschnurvorfall, also es ist super, super selten, aber kann passieren. Zusätzlich hatten wir davor im Ultraschall gesehen, dass die Nabelschnur irgendwo hier in der Nähe ist. Wo sie genau war, erzählen wir euch dann gleich, aber das hat einfach eine Spontangeburt komplett ausgeschlossen. Und da sich aber eine angebahnt hatte durch die Wehen, musste Mandy dann quasi direkt zum Kaiserschnitt am selben Tag noch. Genau, also die wollten dann nochmal im Zimmer ein CTG schreiben. Allerdings haben sie dann gesagt, nee, wir schreiben das CTG im Kreißsaal. Und ich so, wie im Kreißsaal? Ich so, hä, geht's jetzt los? Ich war selber total überfordert, weil es erst hieß, wir gucken jetzt mal, wir besprechen das alles. Und auf einmal standen dann die Ärzte, Schwestern. Ich musste meine Sachen packen und dann ging es auch schon im Kreißsaal. Also ich hatte nämlich auch morgens gefrühstückt und dann hieß es, ich soll zum Mittagessen nüchtern bleiben, also ich soll nichts zum Mittag essen. Und dann irgendwie 2 Stunden nach, nachdem ich gefrühstückt hatte oder 3 Stunden später. Nee, Moment, ich hatte um 9 Uhr gegessen. Ja, so 4 Stunden später war dann auch unser kleiner Mann schon da. Also es wurde alles dann doch vorgezogen. Im Kreißsaal hatte ich dann auch nochmal richtig dolle Wehen. Also es war wirklich die beste Entscheidung. Und genau, ich war dann im Kreißsaal und ich hatte Oskar dann nochmal angerufen. Und Oskar hatte sich gerade noch um unseren Garten gekümmert, weil der Rasen kaputt gegangen ist, unser Rollrasen. Und ich sehe nur, wie Oskar dann sprintet, als ich gesagt habe, Schatz, komm jetzt! In der Überwachungskamera hat sie das dann mitbekommen, wie ich den Rasensprenger ausgemacht habe. Du bist dann direkt losgefahren bin, habe mich versucht, dann ein bisschen selber zu beruhigen, weil man ist ja natürlich aufgeregt. Und die erste Regel ist immer Ruhe bewahren, nicht, dass ich dann irgendwie auf dem Weg noch einen Unfall baue. Bin aber zum Glück sicher angekommen. Wie gesagt, war Mandy dort schon im Kreißsaal. Ich kam dazu, wir beide voll aufgeregt und dann kam auch schon die Schwester oder Hebamme rein und hat gesagt, ja, es wird gerade da, eine Geburt findet gerade statt, danach wird aufgeräumt und dann seid ihr die Nächsten. Oh. Dann wir natürlich noch aufgeregter gewesen. Oh, was denn? Oh, es ist so krass. Ich kann es gar nicht glauben. Und ja, unser Wunder ist einfach schon seit 3 Wochen bei uns. Er liegt da und schläft gerade. Und wir haben uns auch die 3 Wochen erstmal eine Auszeit genommen. Deswegen kommt das Video jetzt erst. Wir kamen auch irgendwie gar nicht dazu. Die Kennenlernzeit mega genossen. Das ist echt schön. Aber erstmal chronologisch so. Und dann würde ich sagen, dass du dann auch schon... Ja, und Pickel habe ich dann bekommen. Genau, genau, dann habe ich mich umgezogen. Und dann bin ich auch schon in den OP-Saal. Oskar musste draußen noch warten, beziehungsweise er musste sich auch noch umziehen. Ja, die meinten so, hast
hast du was gegessen? Ich so, nee, ich kann nichts essen, ich bin zu aufgeregt. Ess mal lieber was. Wer weiß, was du da für Sachen siehst und ob du dann halt irgendwie umkippst oder so. Ich wollte auch eigentlich gar nichts sehen, dazu kommen wir auch gleich noch, aber dann habe ich halt ein paar Kekse oder so gegessen. Irgendwelche Cracker haben die mir gegeben und Wasser, habe mich umgezogen und dann bin ich da zum falschen Ausgang gegangen. Da sind irgendwelche Ärzte an mir vorbeigelaufen, dass dieses Waschbecken, wie man es aus den Arztsendungen kennt, dann dieses Desinfizieren hier überall und dann kriegt man so die Handschuhe so übergezogen, den Kittel und dann geht man da in OP und ich stand da so, wer sind sie denn? Die dachten irgendwie, ich bin der Neue, der da irgendwie sich das anschaut, ein Student oder sowas und ja, dann bin ich zum anderen Ausgang, hab da gewartet und wurde dann irgendwann reingeholt. Genau, also was in der Zwischenzeit bei mir passiert ist, also erst einmal die Helfer und die Ärzte, alle dort waren so lieb gewesen, also ich habe mich richtig gut aufgehoben gefühlt und ich hatte auch gar keine Angst gehabt und ich hatte auch gar keine Vorstellung. Man hört immer nur, oh, man kriegt so eine riesen Spritze in den Rücken. Aber Leute, ich muss sagen, ich fand es überhaupt nicht schlimm. Also genau, ich hatte noch mich nicht. Dann da noch nicht, aber das kommt noch. Genau, ich hatte mich dann da platziert und die meinten, alles ganz entspannt und gleich geht's los und dann haben sie nochmal meinen Blutdruck gecheckt und dann haben sie gesagt, ich soll mich halt eben so einkrümmen und es ist so krass. Ich war einfach so heftig im Hohlkreuz immer in der Schwangerschaft. Das hat man da gemerkt, weil ich konnte mich nicht richtig krümmen. Also ja, ich meine, klar. Der Bauch geht vor und dann gleicht man das ja so aus. Ja, aber auf jeden Fall haben sie dann die Spritze gesetzt. Ich habe wirklich einen kleinen Pieks gemerkt. Aber ich muss auch sagen, was so Spritzen und so angeht, da bin ich jetzt wirklich ganze Kinderwunschzeit richtig abgehärtet. Da habe ich nämlich einiges durch. Und genau, dann haben die die Spritze gesetzt und es hat auch sofort alles angeschlagen. Also meine Beine wurden danach nach taub und die haben das dann die ganze Zeit kontrolliert, haben irgendwas Kaltes drauf gesprüht. Ich guck mal, du kannst weiterreden. Dann haben sie was Kaltes drauf gesprüht und haben geguckt, ob ich darauf reagiere. Und ich habe, wie gesagt, ich habe nichts gemerkt. Und dann kam Oscar dazu und dann war es so, okay, gleich ist unser kleines Wunder da. Und da habe ich an nichts anderes gedacht. Also das war auch schon in dem Moment, als die Spritze gelegt haben. Ich habe nur daran gedacht und vielleicht habe ich deswegen auch die Schmerzen nicht so gespürt. Ja, und dann ging es auch schon los. Okay. Ja, dann ging es auch schon los. Wir haben auch hier schon was aufgebaut. Dann wurde ich reingeholt. Mandy lag dann quasi hier. Ja, hier lag ich. Also mit dem Kopf hier hin. Okay. So kam ich rein, setzte sich auf den Stuhl, dass sie nicht umkippen. Hier war noch so eine Trennwand, müsst ihr euch vorstellen. Und? Die war. Ach sorry, ich will dir nicht ins Wort fallen, aber sie meinten, habt ihr euer Handy dabei? Genau, das war denen super wichtig. Habt ihr euer Handy dabei? Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich, weil viele Eltern dann so den Moment genießen, haben wir auch, wir haben gar nicht ans Handy gedacht, dass die Eltern dann sagen, habt ihr eigentlich gar keine Bilder von der Geburt gemacht oder Videos? Und dass das nicht vorkommt, denken sie halt immer dran und haben mir mein Handy, ich habe mein Handy halt abgegeben. Ich lag so übrigens. Die Trennwand war halt hier. Das heißt, ich konnte Mandy sehen, die Hand halten. Wir haben die ganze Zeit geredet. Und ja, also die Wand müsst ihr euch dann vorstellen. Und die haben dann halt hier. Auch festhalten. Brauchst du nicht. Dann haben die halt hier rumgeweckelt. Die haben direkt angefangen. Ja, es geht los. Wir machen jetzt den Schnitt. Wir saugen das Totwasser ab. Weiß ich nicht, wie viele das waren. 5, 6 Ärzte oder so. Mhm. Wir haben halt die ganze Zeit geredet. Hier so. Wir waren so aufgeregt. Und dann haben uns gefreut. Dann hieß es, glaube ich, das Fruchtwasser wird noch abgesaugt und dann müssten wir ein Schreien hören. Ja, und dann haben wir ihn wirklich schreien gehört. Aber ganz vorsichtig, weil so schreit er auch immer noch ganz vorsichtig. Ja, und als mein Fruchtwasser war klar gewesen, war alles gut. Und dann meinte die Ärztin, zum Glück haben wir einen Kaiserschnitt gemacht, denn... Also wir liegen hier quasi immer noch. Ja, ich bin nicht direkt auf. Denn er hatte zweimal die Nabelschnur um den Hals gehabt. Also wir hatten ja über eine äußere Wendung nachgedacht und irgendwie war mein Gefühl so, nee. Und die eine Ärztin meinte auch, durch meine Gebärmutterfehlbildung wäre es gar nicht möglich gewesen, ihn zu drehen. Mhm. Oh. Du kannst. Bitte jemand wahr.
Also genau, wegen der äußeren Wendung, da hat mein Gefühl von Anfang an irgendwie Nein gesagt. Ich hatte zwar schon einen Termin dafür gehabt, aber die Ärztin, die den Termin dann gemacht hatte, die meinte, durch meine Gebärmutterfehlbildung, ich habe ja nur eine halbe Gebärmutter, wäre es auch gar nicht möglich gewesen, weil einfach der Platz fehlt. Und da hätte auch super viel passieren können, gerade jetzt im Nachhinein, wo man wusste, die Nabelschnur war zweimal um den Hals. Ja, die Vorderwandplazenta hat ja auch noch zusätzlich Platz weggenommen und somit war die äußere Wendung zum Glück ausgeschlossen, weil da mit der Nabelschnur zweimal um den Hals und unter den Füßen, also die war da irgendwie komisch kreuz und quer um ihn gewickelt. Da das Baby zu drehen, wäre halt ein fataler Fehler gewesen und somit haben die Ärzte und wir zusammen auch das Richtige entschieden. Hätte ich auch in Beckenendlage entbunden, hätte auch super viel passieren können. Also dadurch, dass die Nabelschnur ja oben war und sein Kopf als letztes rausgekommen wäre. Also es war wirklich die beste Entscheidung. Ich bin so unendlich dankbar, dass es die Möglichkeit auf einen Kaiserschnitt gibt. Also meine Hebamme hat das Gefühl gehabt, dass sie ihn auch nicht richtig rausbekommen haben. Also es war auch bei mir alles blau gewesen und meine Kaiserschnittnarbe ist größer als normal, meinst du? Ja, also die reißen ja richtig eine an der Seite, eine an der anderen Seite. Ja. Und die Ärztin hat ihn dann halt rausgeholt. Die haben gesagt, gleich kommt er. Also durch die Trennwand halt nichts gesehen. Wollten wir auch nicht, weil ich wollte halt nicht sehen, wie meine Frau da so aufgeschnitten ist. Deswegen durfte ich die Nabelschnur auch nicht durchschneiden. Das haben die gemacht. Und dann hat die Ärztin ihn aber quasi von hier über die Trennwand gehoben und wir haben ihn gesehen. Oh. Und dabei haben die dann halt die ersten Fotos gemacht und das war für uns so, er ist da und er schreit und er war so ein bisschen mit Käseschmiere und Blut, aber nicht schlimm. Wir haben direkt angefangen zu heulen und die meinten so, okay, dann kam er erstmal weg oder erstmal zu uns. Haben ihn dann leider erstmal mitgenommen, die haben ihn uns gezeigt. Aufgrund unserer Vorgeschichte halt auch ganz kurz untersucht mit Kinderärzten und so. Genau, die Kinderärzte waren schon bereit und hatten ihn dann nochmal untersucht. Das hat keine 2 Minuten gedauert und dann haben wir ihn wiederbekommen und die meinten, die Kinderärzte sind schon weg und das war für uns so, okay, unserem Baby geht's gut. Ja. Oh, ich versetze mich gerade voll in diese Lage und kann es gar nicht glauben, dass das schon 3 Wochen her ist. Ja, aber du wurdest in der Zeit dann die Plazenta rausgeholt, die wurde uns auch nochmal gezeigt, dann werden die zugenäht und wir haben gewartet und das war wirklich ein paar Minuten nur. Ich durfte ihn im Arm halten. Kurz und dann kam er zu uns, er wurde einmal rumherum und die Plane gebracht und dann wurde er zu dir gelegt, oder? Ich hatte ihn, genau. Und du hattest ihn dann danach, also ich wurde dann noch zugenäht und sie meinten, dass du dann gleich schon mal rüber mit ihm gehen kannst in den Kreißsaal. Ja, und dann hatten wir ihn auf dem Arm und das war magisch. Also das war unfassbar und er war ruhig, als er bei uns war. Er hat nicht mehr geweint, er hat durch die Gegend geguckt. Der Oberarzt meinte, Mensch, in der Woche als Frühchen, vor allem als Junge, so aktiv da herumzuschauen. Das fand er echt krass. Das ist schon ziemlich weit für sein Alter. Ja, also er kam 36 plus 2, das hatten wir jetzt gar nicht gesagt. Genau, und er sieht zwar noch nichts oder sieht verschwommen oder schwarz weiß oder wie auch immer, aber hat trotzdem seine Augen aufgemacht und war irgendwie so, jetzt bin ich da und war schon fertig, so alles stabil und das war wirklich unbeschreiblich und auch genauso schön wie die Spontangeburt. Dieser Moment war wirklich unbeschreiblich und im Nachhinein war ich schon sehr eingeschränkt. Dazu kommen wir jetzt. Also Oskar ist ja dann rüber, ich wurde noch zugenäht. Also nochmal kurz zu dem Vergleich. Es ging schneller als eine Spontangeburt. Ja. Für Mandy schmerzfreier, dafür dann aber im Nachhinein kommen wir gleich zu. Und der Unterschied von den Emotionen her war nicht da. Also du siehst dein Baby zum ersten Mal. Man denkt nur an diesen Moment, das Baby gleich im Arm zu halten. Genau, und dann ging ich mit ihm rüber und dann hatte ich diesen Papa-Sohn-Moment ganz alleine im Kreißsaal, da wo wir vorher waren, mit ihm auf dem Arm. Oh, ich dachte mir, oh, mein Sohn ist das und oh, krass. Und dann meinten die, sie können ihn ausziehen, Windeln wechseln und dann lag er da vor mir, wie Gott ihn schuf und mit der Wärmelampe und ich war da und habe ihn die ganze Zeit nur angeguckt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, bis Mandy dann dazugekommen ist und fertig zugenäht war, habe ich ihn einfach nur angeschaut und war voller Tränen. Und dann kamst du dazu und habe ich auch gesagt, schau mal, hier liegt unser Baby unter der Wärmelampe. Ich habe ihn sicher und da ist er und ist gesund, ist am Schlafen und dann willst du noch was sagen, weil sonst komme ich gleich zum Blutzucker. Genau, das wollte ich auch gerade dann weiter erzählen. Also ich bin dann rüber, ich lag
lag ja dann im Bett, meine Beine waren noch komplett taub. Und dann war es für uns so ein Schock, weil die mussten dann nach seinem Blutzucker gucken und der war bei 20. Und dann dachten wir so, oh nein. Grenzwert ist bei 45, niedriger darf er nicht sein. Ja, auch bei Frühchen sollte er nicht niedriger sein. Und dann hatte man wieder so ein voll das Kopfkino von dem, was wir bereits schon mal erlebt haben. Und für mich war es so schrecklich. Ich lag im Bett, ich konnte nichts machen. Mein Baby war da hinten. Zum Herholen. Und hier ist unser Schatz. Unser kleiner Schatz. Er möchte bei uns schlafen, nicht mehr alleine. Ja, ich weiß gar nicht, wo waren wir denn gerade? Ach so, genau, mein Baby war da hinten bei der Ärztin. Sie hatte nochmal eine Blutzuckerkontrolle gemacht und der war dann auch immer noch niedrig. Und für mich war das so schrecklich. Ich lag hier im Bett. Mein Baby war da hinten und hat erstmal einen Zugang bekommen. Ich war dann dabei und hab einfach weggeguckt. Zum Glück hat er geschlafen und er hat nicht geweint, aber das war halt dieses Flashback, so er kriegt wieder einen Zugang, es ist wieder irgendwas. Und die hat auch ziemlich alarmierend da nochmal bei ihrer Chefärztin angerufen, weil der Blutzucker halt über die Hälfte unter dem Grenzwert war. Da haben wir erstmal einen Schock bekommen. Genau, und dann musste er auf die nicht Intensivstation, sondern auf die Neugeborenenstation. Dort musste er zur Überwachung bleiben. Dort ist dann Oskar auch zuerst mit ihm hingegangen. Ich wurde dann mit dem Bett kurz danach nachgeschoben. Aber für mich war es echt schlimm, in so einer Situation halt eben so eingeschränkt zu sein. Bei Rio war es ja so, ich bin direkt aufgesprungen und konnte zu ihm gehen. Und das konnte ich halt jetzt nicht. Und da kamen halt super viele Emotionen, die Flashbacks, alles zusammen. Und dann sind wir alle da auf Station. Mein Bett wurde dann da reingeschoben. Also er wurde mir danach auch, als ich da war, auf die Brust gelegt. Und dann wurden 3 Blutzucker gemacht. Also ich musste ihn dann alle 3 Stunden einmal anlegen. Währenddessen hat er eine Zuckerinfusion bekommen. Genau. Damit der Blutzucker steigt, weil am Anfang ist der Magen natürlich erbsengroß. Er hatte schon von Anfang an einen großen Saugreflex, aber er kann natürlich mit der Menge Milch oder dem Kolostrum, was ja am Anfang geliefert wird, noch seinen Blutzucker nicht selbstständig richtig nach oben schießen. Deswegen hat er eine Infusion gebraucht, dass er sich eben normalisiert. Genau, und dann immer bevor ich ihn angelegt habe, haben wir den Blutzucker kontrolliert. Und nachdem er die Infusion bekommen hatte, nach der ersten Blutzuckerkontrolle konnten wir es halbieren, weil der Blutzucker sich verbessert hat. Er hatte auch so 3 Elektroden und war am Monitor angeschlossen, was die Sättigung anzeigt, Herzschlag und noch einen Wert, den weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das kannten wir halt schon alles. Ja. Und dann lag ich genauso wie jetzt mit ihm und hab gekuschelt und hab mir nur gedacht, hoffentlich ist diesmal wirklich alles gut. Mandy wurde da auch reingeschoben, konnte ja noch nicht laufen und dann waren wir da in dem Raum und dann hieß es ja, er bleibt hier über Nacht und dann habe ich gesagt, nee, ich bleib bei ihm. Gibt's denn hier Besuchszeiten? Nee. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich hier die ganze Zeit bei ihm, ich lasse ihn nicht allein. Und dann hieß es dann irgendwann zum Glück, er darf mit Mandy auf dem Zimmer und ich muss halt weg. Aber wenigstens war einer von uns bei ihm und am nächsten Tag kam ich dann halt sofort dazu und ab dann durften wir zum Glück ins Familienzimmer. Genau, aber die Frage, ob er zu mir kommt, war erstmal offen, weil wir die 3 Blutzucker abwarten mussten. Wie gesagt, nach dem ersten Wert konnte es halbiert werden. Die Infusion nach der zweiten Kontrolle haben sie die Infusion schon ausgestellt und der dritte Wert war dann gut gewesen, sodass ich mit ihm in ein Zimmer konnte. Er konnte über Nacht bei mir bleiben und er hat die ganze Nacht auf meiner Brust geschlafen. Natürlich hatten wir es uns in dem Moment ein bisschen anders vorgestellt. Wir dachten, wir können sofort im Familienzimmer bleiben. Allerdings war das auch schon so lieb von den Ärzten, Schwestern dort, dass Oskar im Familienzimmer bleiben durfte, weil oft ist es ja auch so, dass man erst ab 36 bis 5 oder 36 bis 6 ins Familienzimmer kann. Und wie gesagt, er wurde ja dann doch viel früher geholt. Aber dadurch, dass alles gut war, konnten wir dann am nächsten Tag gemeinsam ins Familienzimmer und ab da ging es dann auch bergauf. Dann waren noch so ein paar Blutzucker sehr grenzwertig, also da hieß es, wir dürfen auf keinen Fall Schnuller geben, er muss so viel wie möglich trinken an die Brust. Oh, das war aber auch um für seinen mich Blutzucker hochzuschießen und auch in den darauffolgenden Tagen ebenfalls, weil er ein bisschen zu Gelbsucht geneigt hat, um diese dann eben halt auszuscheiden. Ja. Da ist Muttermilch Gold wert, ein Zaubertrank für die Kleinen.
Babys. Ja, und dann war es aber, was wir gar nicht gesagt haben, bevor wir ins Familienzimmer gekommen sind, musste ich aufstehen. Der Katheter wurde gezogen, ich musste aufstehen. Wow, das waren nochmal andere Schmerzen und ich musste mich seitlich drehen, versuchen aufzustehen. Ich bin aufgestanden, ich hatte so Kreislaufprobleme bekommen. Also ich möchte hier keinem irgendwie Angst machen oder so. Es gibt auch Frauen, die sofort nach dem Kaiserschnitt irgendwie aufstehen, habe ich jetzt auch schon gehört. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es für euch war, wenn ihr einen Kaiserschnitt hattet. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich hatte sehr mit diesen Schmerzen zu kämpfen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie nach Schmerzmittel gefragt, obwohl ich eigentlich sehr selten zu Schmerzmittel greife. Und das erste 5-6 Male aufstehen war wirklich, das waren andere Schmerzen. Ja. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Kaiserschnitt und Spontangeburt, ich würde immer wieder die Spontangeburt wählen, wenn ich ehrlich bin. Und aber dabei musstest du ja noch stillen und konntest ja nur so liegen. Genau. Und so zu stillen ist ja nicht einfach. Es gibt ja Positionen, in denen man stillt, wo das Baby dann super angelegt werden kann. Also das ist die Laid-Back-Position. Eigentlich geht es. Allerdings, also er hat einen starken Saugreflex. Aktuell stille ich auch noch mit Stillhütchen. Aber wir hatten es letztens auch mal ohne geschafft. Nur ich muss sagen, ich bin noch keine Stillexpertin. Aber ich freue mich, wenn ich es dann richtig hinbekomme, ihn anzulegen. Weil ich beim Stillen extreme Schmerzen noch habe. Vor allem ohne Stillhütchen. Zweimal ist gut geklappt. Die anderen beide Male so schmerzhaft. Ja, entweder beißt er oder es fühlt sich einfach so an, weil er halt nicht richtig angelegt ist. Und auch als wir dann ins Familienzimmer gekommen sind, ich konnte ja kaum aufstehen. Ich habe mich aber echt gezwungen, weil jeder hat gesagt, nach dem ersten Aufstehen, da wird es besser. Bei mir war es leider nicht so, aber ich dachte jedes Mal, okay, wenn ich jetzt aufstehe, vielleicht wird es jetzt besser. Und wie gesagt, ich lag ja dann die ganze Zeit so und ich konnte mich nicht aufrecht legen und meine Brüste haben auch angefangen zu bluten, als er daran gesaugt hat. Und ich hatte hier Schmerzen, da Schmerzen. Ich konnte nicht aufstehen. Also ich war sehr eingeschränkt und ich war auch echt alle zwei Stunden. Nee, da hatte ich alle 3 Stunden, hatte ich ihn da geweckt. Aber das war für mich hart. Aber wir haben es geschafft. Und dann, genau, am nächsten Tag war die U1 oder U2. Genau, ich habe halt versucht, so gut wie es geht, dich zu unterstützen. Zum Glück war ich auch mit in dem Zimmer. Oskar ist immer abends aufgestanden. Mandy tat mir schon leid, weil sie extrem hart im Nehmen ist. Und so eine robuste Frau habe ich selten gesehen. Und das waren schon extreme Schmerzen und auch die Einschränkungen. Hat man gesehen, du würdest gerne alles machen, aber du konntest nicht. Und genau, dann haben wir die Untersuchungen gemacht und sein Blutzucker war dann jedes Mal wieder super, sogar immer besser, je mehr er getrunken hat. Ja, und dann am Sonntag hieß es. Also nach 3 Tagen. Nach 3 Tagen. Es ist immer noch so krass. Aber die Ärztin meinte, dann können sie heute nach Hause gehen. Und das war so ein Moment, den wir seit Jahren manifestiert haben. Seit dem 19. Juli 2022 haben wir uns gewünscht, mit unserem Baby nach Hause zu kommen. Viele können sich gar nicht vorstellen, dass das für uns so ein krass besonderer Moment ist, aber das ist es. Und es ist auch jedes Mal emotional für uns. Und wir können es immer noch nicht glauben, dass er da ist. Dass bei der Geburt, Gott sei Dank, alles gut verlaufen ist. Dass es ihm gut geht. Er entwickelt sich super. Er wog bei der Geburt 2505 Gramm. Und jetzt haben wir über 3 Kilo geknackt. Ja. Also er nimmt echt gut zu. Er hängt gefühlt den ganzen Tag an der Brust. Aber wenn ihr auch irgendwelche Tipps habt, die euch beim Stillen geholfen habt, dann schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr. Also ich habe auch mit Stillhütchen immer noch irgendwie Probleme. Ich glaube, ich habe dieses richtige Andocken noch nicht so raus. Aber ich freue mich. Es wird immer besser und können es immer noch nicht glauben. Und ja. Das war unser Geburtsbericht. Ja. Okay, Freunde. An alle, die uns verfolgen, die auch einen Kinderwunsch haben, gebt nicht auf. Wir drücken euch ganz, ganz fest die Daumen. Und an alle, die schwanger sind, freut euch auf euer Wunder und habt keine Angst vor der Geburt. Irgendwie kommen die kleinen Mäuse sowieso da raus. Es wird alles gut werden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt gesund. Tschüss. Und bis dann. Tschüss.